Du bist vielleicht leicht zu durchschauen, mein Lieber, aber bei mir ist das ein bisschen komplizierter. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Ein Haus fehlt noch in unserer Nachbarschaft. Natürlich muss noch Patrick dazuziehen, von daher schnappen wir uns heute ein paar Blöcke und bauen ihn seinen Stein. Denn wo wohnt schon ein Seestern lieber als unter einem Stein? Für die heutige Folge holen wir uns einfach mal ein bisschen ganz normalen Sand raus, dann holen wir uns Granitstufen, dann auch ein paar schöne Leitern holen wir uns raus, denn ein bisschen, ja, irgendein Block. Ich empfehle jetzt einfach mal grüne Wolle, einen Block, der auffällt. Dann holen wir uns noch ein paar haftende Kolben raus, dann noch ein paar Redstone-Fackeln, dann holen wir uns natürlich noch ein bisschen Redstone dafür raus, ja. Dann holen wir uns natürlich noch ein paar Hebel raus, wie dann einfach noch schwarze Keramik für unseren Stein. Zuallererst geht's wie immer an unseren Grundriss ran. Jetzt fangen wir aber an, erstmal was wegzuhauen, bevor wir was platzieren können. Und zwar schlagen wir uns einen Kreis rein. Ihr seht, ich habe mir das schön vormarkiert. Und zwar hat der Kreis das Format, dass wir erstmal uns drei Blöcke freihauen. Die Ecken sind immer, sage ich mal, so ein rechter Winkel, den wir uns hier freihauen. Und dann kommt wieder so ein Dreier, dann machen wir wieder so einen Winkel rein und wieder ein Dreier. Das ist eigentlich das Maß, was unser Kreis hat von unserem Stein. Das ziehen wir natürlich einmal ringsrum. Und wenn wir das soweit haben, können wir schon erstmal Sand nehmen und das, was wir weggehauen haben, würde ich mal sagen, ein bisschen tiefer buddeln. Wie tief du dir das jetzt machst, ist dir überlassen. Manche können ja nur drei Blöcke tief buddeln, manche ein bisschen mehr. Ich würde sagen, macht euch das so hoch, wie ihr wollt. Bei mir mache ich jetzt einfach mal ein Standardmaß von so vier Blöcke, wie ich mir das tief mache. Und dann kann man sich auch schon den Boden unten hinsetzen, wie man das möchte. Aber ich mache erstmal hier, zack, überall mir die Wände einfach mal rein. Das ziehe ich mir natürlich hier überall einmal lang. Ich habe noch nicht ganz komplett mir die Seiten jetzt hochgezogen, weil ich habe ja ringsherum auch Sand, dann würde man das nicht mehr so gut sehen. Jetzt haben wir natürlich hier in der Mitte unseres Kreises noch eine Fläche. Die kannst du weghauen und durch Granitstufen einfach mal austauschen, weil das wird ja dann an sich unsere Decke werden von unserem Stein. Einfach hier dann die Blöcke in der Mitte einmal austauschen. Wenn wir das dann in der Mitte soweit haben, geht es jetzt weiter immer noch mit unserem Sand. Wir fliegen einfach mal auf die Fläche, wo du, sag ich mal, dir den Vordereingang machen möchtest. Da schlagen wir mal hier bei diesem Dreier die Mitte einfach mal weg und können dann unten uns hier einfach mal die Fläche einfach mal zuziehen mit unserem ganzen Sand. Und wenn wir das zugezogen haben, können wir noch eins machen. Wir schnappen uns ein paar Leitern und können die hier vorne einmal platzieren. So kommen wir dann auch schon wieder hoch. Jetzt können wir natürlich hier einfach mal zack uns überall, ja, wenn ihr es auch so habt, ne, ansonsten setzt ihr euch auch den Sand hier nochmal so an den Seiten hin und könnt darauf denn gleich schon mal einfach mal eine, ja, Keramikschicht euch hier mal langziehen und formen uns hier nochmal unserem Kreis. Bevor es jetzt rangeht an unseren Stein von Patrick, wollen wir uns natürlich noch die Tür basteln. Dabei schnappen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen unsere Technik. Einmal unsere haftenden Kolben. Wir fliegen wieder auf die Vorderseite hin, wo wir, sag ich mal, hier die Dreier hatten, worunter sich natürlich unser Eingang befindet. Da gehen wir einfach mal zwei Blöcke nach hinten weg. Hier beim zweiten können wir dann einfach mal unsere zwei Kolben einmal platzieren. Und dann hier, sag ich mal, naja, ist jetzt unwichtig eigentlich. Wir können ja eigentlich das oben schon mal hier vorne auf zwei machen. So. Dann platziere ich mir, würde ich mal sagen, den Hebel gerne, sage ich mal, hier. Das heißt, ich setze mir einfach mal mit meiner Wolle mir einfach so eine Spur hier hin und kann mir dann hier einfach mal zack, zack, zack das so ein bisschen platzieren. Und dann setze ich mir einfach hier vorne ran so eine Restroom-Fackel, damit das halt durchgehend aktiviert ist. Und dann ist das so ein geheimer Eingang, kann man sagen. Wenn du dann natürlich dir hier immer einen Hebel platzierst, dann kannst du das natürlich ausmachen, die Tür geht auf. Und dann kommst du hier ganz einfach rein und kannst du natürlich unter deinen Felsen hier noch alles einrichten, ne? Patrick hat ja meistens immer noch irgendwie so eine Couch oder sowas drin stehen, ne? Das kann man ja noch im Nachhinein machen. Ja, dann haben wir jetzt schon wenigstens unsere Tür fertig. Das heißt, jetzt kommen wir mal zu unserem Stein. Den ersten Schritt, den wir machen, ist jetzt erstmal hier alles auf eine zweite Höhe zu setzen. Das heißt einfach, hier setzen wir nochmal eine zweite Blockreihe rauf. Sobald wir denn hier die zweite Blockreihe rauf haben, setzen wir immer auf diesen Dreier hier an den Seiten nochmal eine weitere oder einen weiteren Block eher gesagt. Danach geht es weiter hier auf diesen rechten Winkel, den wir haben, auf unsere Ecken, dass wir hier einfach mal eine Blockreihe raufsetzen, lassen an der Seite halt eine Blockreihe frei, da lassen wir wieder eine Blockreihe frei und setzen hier oben nochmal drei rauf. Das Spiel machen wir auch nochmal auf jeder Seite, ne? Wir fangen hier wie so eine Pyramide an und das Ganze machen wir nur zweimal, dass wir hier oben drei Blöcke denn haben. Wenn wir das dann soweit haben, ist die nächste Aufgabe, dass wir hier einfach die Fläche hier, die wir haben, dieses Viereck, können wir komplett einmal aushöhlen mit unserer Keramik. Jetzt füllen wir einfach mal komplett alles aus. Und sobald wir das haben, können wir hier drauf, würde ich mal sagen, erstmal so ein schönes Pluszeichen uns setzen. Einfach mal zu den Seiten, da lassen wir jeweils einen Block frei. Und setzen einfach noch dann hier in den Ecken überall noch einen weiteren Block. Und fertig ist unser Stein. So, jetzt kannst du natürlich den auch gleich einrichten.
Oder wir machen noch was ganz Feines. Und zwar setzen wir uns hier oben noch unsere Antenne auf. Einfach ein bisschen Zaun und Zauntor nehmen. Und dann setzen wir einfach zack, zack, hier einfach mal unsere Antenne rauf. So, und fertig. Ja, und schon ist Patrick Stein fertig. Kannst du natürlich jetzt noch einrichten. Patrick hat ja immer sehr möglich gelebt. Ne, er hatte ja vielleicht, hier kannst du eine Couch machen mit Sandstein, die du vielleicht aus Sandstein Fernseher basteln. Läuft ja gerade die Nachrichten, ist ja der Fisch wieder drin. Und dann kannst du dir hier so ein bisschen überall ein paar Essensreste verteilen. Vielleicht ein paar Trinkbecher, die er hier noch stehen gelassen hat. Und hier ist er natürlich, ne, der Patrick. Und dann, ja, kannst du dir das hier so ein bisschen zumühen. Ihr wisst ja, Patrick, der hat ja nie richtig aufgeräumt. Ja, ansonsten, das ist denn natürlich sein Stein. Den haben wir jetzt damit denn auch abgeschlossen. Ich hoffe, du bist immer zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht der Stein von Patrick da. Jetzt kann er natürlich sich gleich darunter verkrümeln oder zu SpongeBob rübergehen und mit ihm wieder ein bisschen überlegen, wie man Thaddäus am besten auf die Nerven gehen kann. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann haust rein und tschüss.